Guerilla. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Managing Director Herman Hirt. Game Director Mathis de Jonge. Studio Art Director Jan Barth von Beck. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Narrative Director aber Ron Gonzalez. Wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut. Und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf das deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der nur einer des Stammes. Auch dir gegenüber. Ohne eine andere.
Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Horizon Zero Dawn. Und damit Mambo VP Leute und willkommen auf meinem Channel. Und heute spielen wir endlich Horizon Zero Dawn. Und das war doch eine schöne Vorgeschichte. Wir sind wahrscheinlich dieses ausgestoßene Kind und wir haben einen liebenden Vater. Und bevor ich weiterrede, starten wir einfach das Spiel. Wir nehmen nochmal. Sechs Aloy! Jahre später. Aloy! Und wir befinden uns in einem Dorf. Oh, du hast lauter Bären. Und sind schon ein kleines Kind. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Unsere Bären will sie nicht. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, das ist wirklich gemein. Oh, komm schon. Aber wir haben einen Freund. Nein, und jetzt rollen wir diesen Berg runter. Ich hoffe, wir haben uns nicht verletzt. Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. Ratte. So. Wir gehen in die Höhle. Oh nein, Fledermäuse. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Drücke Viereck zum Ducken. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Metallwelt? Eine aus der Vergangenheit? Hm? Wie? Ratten? Es sieht auf jeden Fall hier wirklich interessant aus. Das sieht aus wie eine Kanalisation. Und nun gehen wir durchs große Tor. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Genau, solange Rost nicht da ist, können wir doch alles tun. So.
Eine Treppe führt sie uns hinaus. Oh, schon wieder Fledermäuse. Da vorne ist irgendwas. Ja, und mein Controller vibriert ziemlich stark. Was ist das? Ein Toter. Ein Toter? Oh. Naja, sollten wir vielleicht dahin? Ein Toter? Da glänzt doch etwas. Untersuche das seltsame Objekt. So seltsam ist eigentlich gar nicht ein Toter. Oh. Irgendwas wird passieren. Wow. Lichter überall. Das sieht richtig cool aus. Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken R3 oder R3 aus. Okay. Aber erstmal schauen wir uns diese interessanten Objekte an, bevor wir rausgehen. Sieht aus wie ein virtueller Computerbildschirm. Eine Metalltür. Verschlossen. Okay. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Bunkertür. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Wie geht die nur auf? Gut, wie scanne ich? Ah, ich muss einfach nur draufhalten. Verstärktes Platin-Power. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Was ist da vorne? Benutze das Holoschloss. So. Wir schauen mal. Code Nexus. Sicherheitsverschlüsselungsreport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holoschlösser in deiner Nähe. Diese Farben. Wieder eine Ratte. Was für fette Ratten das noch sind. Die Ratten werden sogar auch angezeigt. Oh, Mann. Gut. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Und jetzt? Ein Farbwechsel. Kehre zur Tür zurück. Das machen wir. Mit unserem Rattenfreund. Warum bleibt sie denn an der Tür stecken? Ein Farbwechsel an der Tür. Ein Farbwechsel? Ich weiß nicht, was sie damit meint, außer dass die Farben sich verändert haben. Es muss mehr dahinter stecken. Tür öffnen. Wir sind draußen und jetzt müssen wir nur einen Ausweg finden. Okay, schauen wir mal, ob wir scannen können. Oh, das sind noch Lautsprecher. Sprachprotokoll. Direktor Evans, Allmeldung vom USRC. Black Quartz verschlüsselt. Ich habe die Nachricht auf das Holoraster geroutet. Zum Betrachten.
Okay, ich kann mir da nicht drunter viel vorstellen. Aber ich denke mal, das wird einen Sinn später ergeben. Und das ist nur ein Schloss, oder? Ja. Wir müssen nach unten. Diese Lichter. Die sind echt schön. Okay, ich glaube, wir lassen das erstmal und laufen zu den Punkten. Was ist das? Oh. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Ach so, schön, dass sie sich freut. Seinen großen kleinen Mann. Okay. Ich habe so das kleine Gefühl, also ich habe so eine Vorahnung, was hier passieren sein könnte. Aber ich lasse das mal so. Und wir schauen, ob das von selbst irgendwann rauskommt in der Folge. Zwing dich durch die Lücke. Ganz schön stark. Okay, kann man hier rennen? Das müssen wir auch noch herausfinden. Aber wir können springen. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Das frage ich mich auch. Er ist da! Rost hat mich gefunden! Rost? Hier unten! Ich komme! Rost, ich komme! Hilf uns hier raus! Gott sei Dank! Komm, Kind, nimm meine Hand! Das ist kein Ort für dich! Komm hoch! Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy! Bin reingefallen! Sie gehören zur Metallwelt! Was hast du da am Ohr? Nichts. Meine Schwester. Da unten. Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Wir sollten vielleicht auf unseren Papa hören. Komm, Aloy. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Oh ja, das klingt nach Spaß. Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit.
Ein Spielzeug ist das auf jeden Fall nicht. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Das machen wir doch. Heilender Salbestrauch. Gut. 15%. Jetzt isst die Beeren. Drücke halt das nach oben, um die Gesundheitsbeutel. Bäh. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Das werden wir uns merken. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Was für eine schöne Landschaft. Oh, wo bist du hin? Oh, da sind noch Beeren, die würde ich gerne aufheben, aber ich will die nicht verlieren. Vielleicht wartet er auf uns. Rost, warte auf uns. Wir sammeln hier noch ein paar Beeren ein. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Oh, danke. Er hat auf mich gewartet. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Maschinenherde, das klingt schon sehr bedrohlich. Sonnenblende. Aloy, eine Maschine kommt. Oh, runter und folge mir in das hohe Gras. Das machen wir. Jetzt müssen wir ganz leise sein. Ich habe die Maschine nicht gesehen. Bleib jetzt unten. Babys! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu mir und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Oh Mann, die sehen wirklich gefährlich aus. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Das sah ein bisschen aus wie so ein Velociraptor. Ihn vorbei. Nicht bewegen. Oh, das war knapp. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Okay, das merken wir uns. Das ist wahrscheinlich später sehr hilfreich. Achte auf ihn. Stehen? Ja. Die sahen schon wirklich bedrohlich aus. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Wie sichtbar du bist. Also gegen die werden wir wahrscheinlich kämpfen müssen später. Ich frage mich, wie wir die besiegen sollen. Wer ist das? Wer ist das? Meine Frage. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene. Er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir. Und wir folgen jetzt und suchen die Herde. Oh, da vorne unten, ich sehe sie schon. Ganz schön viele. Aber die sehen eher aus wie Pferde. Ich denke, dieser Junge wird später sehr wichtig sein. Diese nennt man Läufer. Einsammeln? Ha!
Moment! Oh, 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 was schreit er denn? Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Das hast du echt cool gemacht. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Okay. Die reichen. Folg mir. Die unsichtbare Markierung rund um das Auge zeigen, wie viel Lärm du machst. Wie rennt man denn? Das hat man mir noch nicht beigebracht. Ah. Jetzt machen wir gerade sehr viel Lärm. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Verstanden. Okay. Wo ist er, wo ist er? Ah, da. Halte unten gedrückt, um Armblenkungsein zu zielen. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Okay. Nein! Ah, okay, man muss das halten. Ich habe da gerade einen Fehler gemacht. Zu ihm. Bist du sicher? Oh, wow. Geil. Der hat's drauf. So, komm, jetzt ist es sicher. Richtig gut. Wow, wow, wow. Richtig cool erlegt. Müssen wir uns merken, damit wir das auch machen. Die Steine haben die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Halte bei der zerstörten Maschine gedrückt, um sie zu plündern. Metallscherben. Plündere die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Alles. Gut. Und jetzt Zünder. Sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Da vorne. Rohstoffe. Wo denn? Die sind überall. Ich bin. Weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Reinholz. Ah, okay. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Drücke L1, um das Waffenrad zu öffnen. Wähle Pfeil mit R3 aus und halte X gedrückt. Ah, ich habe schon ausgewählt. X. Ah, okay. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Cool, cool, jetzt haben wir Pfeile. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Kann kaum warten. So. Hey, das sieht einfach richtig Hammer aus. Die Grafik ist richtig gut, finde ich. Hier. Und die Farben. Duck dich ins Gras und sei leise. Ja. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Die sieht aber ganz schön stark aus. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Oh, jetzt können wir sie scannen. Läufer, Körper. Jawohl. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher
weißt du das? Ja, das ist unser Geheimnis. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Oh doch, ich sag's dir. Das Spielzeug. Erledige den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Ja, zum L2 gedrückt halten. Gedrückt, um den Bogen zu spannen. Okay, zwischen die Augen oder auf den Behälter. Wir probieren den Behälter aus. Nochmal! Oh, hier war ich zur Seite. Kreis. Okay. Nochmal! Verdammt, das ist echt schnell, das Ding. Hey Leute, pass auf! Ja, ich pass schon auf. Ziel auf das Auge! So, wir haben es geschafft. Alter, das Ding ist echt schnell. Ich dachte, es wird am Anfang ein bisschen einfacher sein. Aber das hat direkt angefangen, mich anzuattackieren. Naja, wir haben es geschafft. Wir nehmen alles. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfann. Komm, Aloy, schnell. So, Leute. Wir retten den Jungen in der nächsten Folge. Für diese Folge haben wir genug gejagt und Leute gerettet. Also uns selber. Und ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Das Spiel ist bisher echt gut. Also mir macht Spaß. Grafik, Sound, alles passt perfekt. Und ich hoffe, wir haben weiter daran Spaß, wenn wir es spielen. Und ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Horizon Zero Dawn. Euer Yonko Musan.